In der Tschechei hat er den ersten Friedel dieses Jahr gekauft. Eindeutig die V1. Und du hast ihn schon umgebaut. Aktuell gibt es ja immer noch online den blauen bei uns auch zu kaufen. Du musst halt doch noch mal deine Fette ran. Also wenn es so bleibt, dann schwer. Bei dem Wind auf keinen Fall. Aber der fliegt dir hier wieder butterweich, oder? Ja, der ist ganz klasse zu fliegen. So, rückwärts unterwegs. So, heute ist Feiertag. Vatertag und Feiertag sogar. Der Christian hat dran gedacht, hier Vatertagsflugbier mit 0% Alkohol mitzubringen. Das ist echt super. Also dann lass uns mal anstoßen. Auf die Fedder. Auf die Fedder. Die nicht zum Saufen irgendwo losziehen, gell? Wir gehen lieber fliegen. Also dann, Prost. Prost. Die Mehrzahl von Prost sage ich jetzt hier nicht. Da haben wir einen ganz besonderen Ausdruck für. Das ist für die, das haben die Damen vorne dranhängen. Der Airtimer 2000. Das seht ihr hier. Der A2000, nicht der T1000. 7 Minuten Flugzeit und 0 Sekunden sind hier programmiert. Und er ist kompatibel mit jedem Auto außer Trabant und irgendwelchen Alu-Audis. Und also es muss ferritisches Metall sein, weil dann kann man den praktisch hier auch anheften als Hafter. Ja. So, perfekt. Und er bleibt bei Geschwindigkeit bis 140 bleibt er kleben. Ja. Hast du schon getestet? Habe ich schon getestet. Das ist nach Hause. Habe getestet, ja. Also dann, gute Nacht. So, der Christian hat ja in Franzensbad in der Tschechei hat er den ersten Friedel dieses Jahr gekauft. Eindeutig die V1. Und du hast ihn schon umgebaut zum normalen Segler mit Frontantrieb und professionell. Die Verpackung, das ist ja schon wieder der Hammer. Du hast doch zu viel Zeit, oder? Ja. Genauso wie der Dieter. Eindeutig. Das ist der Hammer. Das ist Klettband teilbar. Mit Stäbchen hier drin. Warte, das müssen wir mal da neu filmen. Werkspionage. Mhm. Und mit Klettband verbinden. Ein Schnellschnappsystem. Metallgetriebe-Servos, die sich manchmal selber zerstören von Tower Pro. Und mit Carbon. Nee, ist. Metall. Eisenstäbchen. Und da hinten hast du aber Carbonstäbchen drin oder auch Eisen. Ein Carbon, nein. Carbon war dann nochmal Carbon, weil die draufliegen recht wabbelig. Geschnitzt. Na gut, dann. Schon geflogen? Ja. Er fliegt. Er fliegt, es fliegt und also hier 523, tschechisch, tschechisch. Mal schauen, ob er mit 2S heute bei dem Wind fliegt. Ja, ja. Auf der Menge. Aber er fliegt gut. Du musst halt immer in den Wind fliegen und dann wieder zurückkommen. Du hast ja einen Sack dabei. Ja. Und, nee, doch, den Windsack meinte ich eigentlich. Ruderkontrolle. Warum die Wahl innen mit die Querruder? Weil ich mal eine gebaut habe, wo ich es außen rausgesetzt habe und die war mir einfach zu hebelig. Ja, da kann man dann aber Expo oder Dual Rate oder die Servos halt kürzer einhängen. Aber egal, wenn dir das reicht. Mir gefällt es eigentlich schon immer besser bei den Fliegern. Weil Querruder hat halt, wenn du es außen machst, mehr Wirkung. Ja, ja. Da können normalerweise nur die Landeklappen hin. Die Stellklappen. 7 Minuten? Keine Ahnung, musst du sagen. Jetzt sagen wir mal, bei 2 ist. Also dann, lass mal losfliedeln. Der Airtimer 2000 in Funktion.
Vielleicht eigentlich die 2S. Dürfen wir überhaupt SS sagen? Ich glaube nicht. Ja. Also, wie die 1S oder 3S fliegen. Ja. Okay. Da kommt aber ein S und noch ein S. So. Kann es sein, dass extra für dich jetzt der Wind ausfällt? Irgendwie. Auf jeden Fall schon wesentlich mehr Wind heute gehabt. Ja, das hätte ich gesagt. Ja. Ich glaube, da musst du halt doch noch mal deine Fette ran. Also wenn es so bleibt, dann schon, ja. Aber der fliegt dir hier wieder butterweich, oder? Ja, der ist ganz, ganz, ganz klasse zu fliegen. Von da ist der Flieger weg. Da kommt er erst vor. Der Flieger ist so viel zu klar, nicht zu hoch. Das, so weit kann ich doch gar nicht sehen. So. Da jetzt Autos her, das gibt's ja nicht. Wow, oh, was brauchst du denn? Was ist denn das? Du wolltest mal die Soll-Eigenschaften zeigen oder irgendwie sowas muss das gewesen sein. Hinlehnen, bisschen putzen. Und so rückwärts unterwegs. Ich bin ja gespannt, ob es die oder was für Versionen oder ob es dieselben bei uns wieder verkaufen. Aktuell gibt es ja immer noch online den blauen bei uns auch zu kaufen. Also die Kartons waren recht verblichen. Ich glaube, die haben es ja länger irgendwo rumliegen gehabt. Mhm. Wie schon gesagt, online gibt es ja immer noch zu kaufen. Zumindest blau-weiß. Der rot-blaue oder was das war, der ist vergriffen. Ja, die haben sechs Kartons im Regal gehabt, drei rote, drei blaue haben sie gehabt. Auch anderfarbige? Ja, okay. Okay. Der Airtimer 2000 bipst. Du musst sofort zur Landung. Ja, aber unverzüglich.
Die Elektronen sind alle gar. Okay. Passt. Applaus. War zwar nicht der Erstflug, aber einer der ersten Flüge. So, jetzt einmal Skiträger ins Bild grinsen. Das wird das Thumbnail vielleicht. So, was hast du da für Technik eingebaut? M-Link. Ganz wichtig, ohne den fliegt ja nicht mit zwei so Glüttel da. Ich weiß nicht, was das soll, aber. Das ist ach, der Akkuschachthalter. Also der Akkuschacht, also der Halter für den Akku. Gut, dann hast du da einen, wie viel? 20 Ampere. 20 Ampere ESC, einen M-Link Receiver. Und was für ein Bob? Der Bob. Graubner Cam Flow 7,5x4 Klapppropeller und Motor hast du hier. Was hast du da? Ich kann es nicht lesen, was heißt das? Ohne Brille. Tor? Torxter Gold A2204-14 Turns 1700 kV. 19 Gramm, ist das der Zug oder das Gewicht vom Motor? Und 2S. Was für ein Libro hat er da drin? 2S. 2S. 500, 450 mA, ja genau. Das sind und 450. 30C. Ja. Wunderschön. So, die Fetti, ein kleines Upgrade. Neuer Propeller. Okay. Das ist für Unterschiede. Das ist der 13x8 und das ist der 14x9 von Aeronaut. Ja, wir können noch mal testen, Strom testen. Und das Kreuz habe ich jetzt doppelt gemacht, das habe ich jetzt um 4 mm erhöht. Und das Blei ist aber immer noch dran, oder? Blei ist weg. Wie hast du das jetzt weggebracht? Akku nach vorne oder nur den Motor nach vorne? Ich habe jetzt den Motor nach vorne und die größere Schrauben. Und da habe ich jetzt das Blei weg. Okay. Ja, dann hätte ich immer gesagt gehabt, dass man einen Zugtest macht und mal den Strom vom Motor prüft. Das schaut auf jeden Fall mal nicht schlecht aus. Was ist heute? Fliegen das bei dem Wind? Bei dem Wind auf keinen Fall. Das ist ja richtig. Ja, ja, jedes Zoll ist unheimlich Verbesserung vom Schub. Ist ganz klar. In der ganzen Dimension hier ist es. Und Bodenfreiheit haut dann immer noch hin, oder? Immer noch hin, ja, das ist. Okay. Naja. Auch im Flug dann so. Stimmt. Riecht das an. Wo ist der hin? Das haut schon hin. So, und das ist jetzt schon eher nach unten. Ja, nee, das passt. So, nicht mal größer brauchen wir jetzt nicht mehr werden, aber. Blöd ist halt jetzt, dass heute recht wenig Wind ist, aber wie schon gesagt, Ampere messen. Da brauchen wir mal einen Akku neu. Ich hole mal das Messgerät. Ey, Alter, so ein großes Flugzeug und so ein kleiner Akkuschacht. Ja, ich war ja eigentlich für andere Akkus vorgesehen. Für die 56 mA. So. Also ich kann dir ja leider nicht helfen, ich muss da filmen. Ich kann bloß das Messgerät, das Dinggerät halten. Okay. So, mal schauen. Also der große Vorsatz ist heute nicht zu fliegen, weil zu windig. Ja, und dann drehst du mal um, da müssten wir ja dann messen können. 111 mA hat er im Stand schon, der Empfänger. Okay. Na, also dann machen wir mal. Auf 23 Ampere runter und jetzt hält der 23 auf 22,7. So. 22,7, so jetzt lässt mich einmal halten, dass ich den Zug spüre. Jetzt hat er auf jeden Fall mehr als sein Eigengewicht an Schub. Das könnten wir ja noch einmal dann mit der Kofferwaage messen. Ja, kannst du mal Gas geben? Ja. 24, jetzt auf 22 runter, 21,7. Geht 21,2.
scheint gut ausgehen, mit dem Akku gut zu sein. Ich schaue jetzt da mal, er bricht nicht sofort zusammen. Und die 30 Ampere erreicht er nicht. Nee, 30 Ampere sind nicht drin. Der ESC. So, schönes Wetter hätten wir. Wunderschönes sogar. Aber leider ist es ein bisschen windig für so fetti Erstflug. Das würde ich heute nicht riskieren. Ja, vielleicht gehe ich ja abends, dass der Wind dann noch lässt. Schauen wir mal. Spannweise oder 80 plus. Ah. Und die sind schon unheimlich instabil als Tiefdecker. Ne? Und das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, aber da muss ich ja wieder alles ausrufen, da komme ich so schlecht nach, dass ich noch hier drunter hänge. Ne? Ja, ich sage mal, nachdem du jetzt noch nicht so wahnsinnig lang fliegst, sehe ich das schon als positive Sache. Ja, weil die anderen Corsairs fliege ich ja eigentlich schon einmal mit Giro. Ja, also das schadet nicht, wenn du da einen Giros reinbaust und vorne statt Blei ein wenig Tzatziki hinschmierst, dann fliegt der. Naja, also da bin ich echt gespannt, wenn der fliegt, wenn der mal in der Luft ist, wenn er wirklich in der Luft ist.